Der Landtag ist das Salzburger Landesparlament. Er hat seinen Sitz im Chiemseehof in der Landeshauptstadt. Seine 36 Mitglieder werden für 5 Jahre direkt von der Bevölkerung gewählt. Von den mehr als 550.000 Einwohnerinnen und Einwohnern des Landes dürfen rund 400.000 wählen. Aufgrund des Wahlergebnisses wird ermittelt, welche Partei wie viele Abgeordnete erhält. Derzeit sind 5 Fraktionen im Salzburger Landtag vertreten: die ÖVP mit 15, die SPÖ mit 8 und die FPÖ mit 7 Abgeordneten. Jeweils 3 haben die Grünen und NEOS. Der Landtag vertritt die Interessen der Salzburgerinnen und Salzburger. Daher hat er wichtige Aufgaben. Er beschließt alle Landesgesetze. Er wählt die Mitglieder der Landesregierung. Er kontrolliert die Landesregierung. Er kann Untersuchungsausschüsse einrichten. Er beschließt das Landesbudget. Und er entsendet 4 Mitglieder in den Bundesrat, also in die Länderkammer des österreichischen Parlaments. Zur Vorberatung der verschiedenen Themen gibt es 10 Ausschüsse. Diese tagen rund 25 Mal im Jahr. In jedem Ausschuss sitzen jeweils 11 Abgeordnete und zahlreiche Experten. Die Beschlüsse werden dann in den Plenarsitzungen mit allen 36 Abgeordneten gefasst. Davon gibt es zumeist 8 pro Jahr. Den Vorsitz führt dort die Landtagspräsidentin oder ihr Stellvertreter. Alle Bürgerinnen und Bürger haben übrigens die Möglichkeit, sich direkt an den Landtag zu wenden und eine Petition einzubringen. Mehr zum Salzburger Landtag unter www.salzburg.gv.at/landtag.